Hey Lieben, ich bin's nochmal wieder. So, der Countdown zum Showdown am Samstag läuft. Er läuft unerbittlich. Aber wir sind ja da und wir, die Green White Wonderwall, die macht wieder richtig mit. So, und jetzt gibt's auch noch die Aktion. Bremen schmückt sich wie den Glattenhalt. Ich sag euch nochmal, worum es da geht. Und zwar, es geht darum, dass alles wirklich an Fenstern und an Balkons mit allem, was mit Wälder zu tun hat, geschmückt wird. Zeigt man, ihr könnt euch schon mal im Internet zum Beispiel bei Bilder schon mal anschauen, wie die Bremer City aussieht. Ich kann ja sagen, zum Beispiel die Teerhofbrücke, wahnsinnig geil. Das Riesenbanner, was sie gemacht haben, saugeil. Richtig geil. Und die City wird immer grün-weißer. Also es ist richtig ein hammergeiles Ding. Und aber es kann natürlich noch ein bisschen mehr werden und da sind wir gefordert. Und ich kann noch mal sagen, schmückt eure Fenster, schmückt eure Balkons, holt eure Wimpelfahnen, holt das alles raus, was ihr habt. Es kann alles gebraucht werden. Bis Samstag, Bremen schmückt sich für den Klassenerhalt. Und apropos Samstag, das ist aber auch klar, da haben wir ein Date, nicht wahr? Samstag ab 13.30 Uhr an der Rampe am Weserstadion. Da wollen wir den Mannschaftsbus mal wieder richtig geil empfangen. Das hat die letzten Male ja auch ganz gut hingehauen gegen Stuttgart und auch gegen Wolfsburg. Und Samstag ab 13.30 Uhr die Rampe am Weserstadion. Dann sind wir wieder alle gefordert. Vergiss eins, also ihr seid richtig gefordert. Meine Balkonfahne habt ihr draußen ja schon gesehen. Nicht? Und ich werde am Samstag auch nochmal meinen Wohnzimmertisch hier in einen richtigen Werdetisch umwandeln. Das mache ich am Samstagmorgen gleich, ja. Und nicht vergessen, Samstagnachmittag ab 13.30 Uhr, da haben wir ein Date an der Rampe am Weserstadion und machen wir wieder einen richtig geilen Empfang. Also, es kommt auf uns drauf an. Bremen schmückt sich für den Klassenerhalt. Macht alle noch mal mit bis dahin. Holt aber alles raus, was ihr habt. Und Samstag um 13.30 Uhr da treffen wir uns dann an der Rampe und dann bereiten wir unseren Jungs einen richtig geilen Empfang. Und nicht vergessen, Green White Wonderwall, Moors hoch! Man sieht sich!